Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Ranking-Video auf meinem Kanal. Heute mit meiner persönlichen Top 10 der gefährlichsten Drachenarten der Wizarding World. Damit keine Verwirrung entsteht, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass diese Rangliste auf Grundlage meiner eigenen Recherche basiert und es keine offizielle Rangliste dieser Drachen gibt. Von daher kann man mein Ranking gerne anders sehen und solltet ihr das tun, schreibt doch auch gerne mal eure Einteilung unten in die Kommentare. Bestenfalls auch mit einer kurzen Erklärung, warum ihr das Ganze so einteilt. Aber genug gequatscht, viel Spaß mit meiner Top 10 der gefährlichsten Drachen der Wizarding World. Wie üblich beginnen wir mit Platz Nummer 10 und dieser wird belegt vom antipodischen Opalauge. Diese in Neuseeland beheimatete Drachenart erreicht eine Länge von stolzen 12,19 Metern und bringt dabei ein Gewicht von 2 bis 3 Tonnen auf die Waage. Für einen Drachen ungewöhnlich bewohnt er nicht nur Berge, sondern auch flache Täler, weshalb er auch des Öfteren mal nach Australien auswandert, wenn sein Lebensraum in Neuseeland zu knapp wird. Das antipodische Opalauge gilt unter Zauberern und Hexen als der schönste aller Drachen, was nicht zuletzt an seinem schillernden, perlmuttartigen Schuppen und bunten, pupillenlosen Augen liegt, von denen er seinen Namen hat. Zwar erzeugt das antipodische Opalauge eine sehr leuchtkräftige, scharlachrote Flamme, doch gerade im Vergleich zu den kommenden Drachenarten ist er nicht sonderlich aggressiv und tötet nur sehr selten, wenn er keinen Hunger verspürt. Hierbei bevorzugt er vor allem Schafe, aber hin und wieder auch größere Beutetiere. So kam es in den späten 70er Jahren zu einer Massentötung von Kängurus, die man einem männlichen Opalauge zugeschrieben hat, das von einem herrschsüchtigen Weibchen aus seinem Territorium vertrieben wurde. Aufgrund seiner geringen Aggressivität und der Tatsache, dass er Menschen als Beute eher meidet, landet das antipodische Opalauge in diesem Ranking nur auf Platz 10. Nach Platz Nummer 10 kommt, Platz Nummer 9 und dieser Platz wird vom gemeinen walisischen Grünling belegt. Aber kann dieser wirklich so gemein sein, wenn er es nicht mal in die Top 5 schafft? Naja, kommt auf die Betrachtungsweise an. Denn dieser in Wales beheimatete Drache hat eine sehr düstere Vergangenheit, die seinem Ruf massiv geschadet hat. Gemeint ist der Ilfracombe-Vorfall von 1932, in der ein walisischer Grünling eine Gruppe Muggel angriff. Da ich aber über diesen Vorfall nochmal separat berichten möchte, ja wahrscheinlich berichten Daniel, gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Heute wurde dieser Drachenart ein Schutzgebiet in den Bergen von Wales errichtet, was die Probleme mit dem walisischen Grünling weitestgehend im Keim erstickte. Vorwiegend ernährt sich der Grünling von Schafen und meidet den Kontakt zu Menschen, solange er nicht von diesen gereizt wird. Besonders groß wird der walisische Grünling nicht und gehört mit seinen 5,49 Meter Länge zu den kleinsten bekannten Drachenarten. Trotzdem kann man ihn aufgrund seines melodischen Brüllens leicht ausmachen. Aus all diesen Fakten landet der gemeine walisische Grünling bei mir auf Platz Nummer 9. Irgendwie klingt der Name meines Platz 8 Drachen viel gefährlicher und cooler, als er letztlich ist. Aber warum der schwarze Hybride es hier nur auf Platz 8 geschafft hat, erkläre ich euch gerne. Okay, um ehrlich zu sein, kann man den schwarzen Hybrid nicht gerade harmlos nennen. Vor allem, wenn man weiß, dass er deutlich aggressiver ist als sein direkter Nachbar, der walisische Grünling. Dieser bis zu 10 Meter lange, rauschuppige Drache weist leuchtend purpurrote Augen und eine flache, aber rasiermesserscharfe Kammlinie auf seinem Rücken auf. Ein einziger Drache dieser Art beansprucht ein Territorium von unglaublichen 250 Quadratkilometern und kommt trotz dieser Tatsache ganz gut mit dem Menschen aus. So bevorzugt er vor allem Wild, auch wenn es hin und wieder vorkommt, dass er auch große Hunde und sogar Rinder reißt und davonträgt. Der in den Hybriden ansässige Zauberer-Clan der McFustys trägt traditionell die Verantwortung für die Hege und Pflege seiner einheimischen Drachen. Was eine gewisse Umgänglichkeit des schwarzen Hybriden verdeutlicht und deshalb bei mir nur auf Platz 8 landet. Platz Nummer 7 geht an das rumänische Langhorn, dessen Name auch seine größte Besonderheit unterstreicht. Nämlich die langen, golden glitzernden Hörner auf seinem Schädel, durch die er leider auch vom Aussterben bedroht ist, da die gemahlenen Hörner dieser Drachenart eine wertvolle Zaubertrankzutat darstellen.
Aufgrund der massiven Jagd auf das rumänische Langhorn wird dieser Drache heute wieder umfangreich gezüchtet, weshalb auch seine Hörner heute wieder zu den verkäuflichen Gütern der Klasse B gehören. Neben seinen eindrucksvollen Hörnern weist er auch noch dunkelgrüne Schuppen und eine stolze Länge von 12,19 Metern auf. Heute findet man das rumänische Langhorn überwiegend im weltwichtigsten Drachenreservoir, in dem Zauberer aus aller Herren Länder eine Vielfalt von Drachen aus nächster Nähe studieren können. Eine weitere Besonderheit dieses Drachens ist, dass er anders als seine Artgenossen kein rohes Fleisch frisst, sondern dieses vorher mit seinen Hörnern aufspießt, bevor er es röstet. Zwar ist er nicht der längste Drache, aber wohl der korpulenteste und kräftigste, weshalb ein Vergleich mit dem uns bekannten Stier, bedingt auch durch seine Hörner, nicht fern liegt. Diesem Drachen nähern sollte man sich demnach besser nicht. Mein Platz Nummer 6 ist zwar nur halb so groß wie eben noch mein Platz 7, aber dass Größe eben nicht alles ist, beweist der jetzt kommende schwedische Kurzschnäuzler. Dieser sehr schön ausschauende Drache mit silbrig-blauen Schuppen wird zwar nur ca. 7 Meter lang, schafft es jedoch mit seinen leuchtend blauen Flammen Holz und sogar Knochen in Bruchteilen von Sekunden zu Asche zu verwandeln. Auch seine Haut hat einen besonderen Wert in der Wizarding World und wird dort bevorzugt zur Herstellung von Drachenhauthandschuhen oder Rüstungen verwendet. Zwar hat der schwedische Kurzschnäuzler vergleichsweise wenig Menschen auf dem Gewissen, was aber nicht an seiner Gutmütigkeit liegt, sondern der Tatsache verschuldet ist, dass er hauptsächlich in verlassenen, wilden und unbewohnten Berggebieten haust und selten Kontakt zu Menschen hat. Doch gerade aufgrund seiner Abwesenheit Menschen gegenüber reagiert er natürlich höchst aggressiv auf diese und in Anbetracht seiner Feuerkraft, um es mal so zu formulieren, ist der 6. Platz für den schwedischen Kurzschnäuzler definitiv berechtigt. Die Hälfte ist geschafft, starten wir mit meiner Top 5 der gefährlichsten Drachen der Wizarding World. Platz 5 geht an den peruanischen Viperzahn. Und das, obwohl er offiziell die kleinste bekannte Drachenart der Wizarding World ist. Mit gerade mal 4,57 Meter Länge. Doch zu unterschätzen ist dieser aus den peruanischen Anden stammende Drache auf keinen Fall. Denn gerade aufgrund seiner Größe ist er auch extrem wendig und gilt obendrein auch als der schnellste Flieger. Sogar schneller als der ungarische Hornschwanz, welcher wiederum mit einem Feuerblitz mithalten kann. Kennzeichen dieser Drachenart ist die glattschuppige, kupferfarbene Haut und das schwarze Kammmuster auf seinem Rücken. Er besitzt kurze Hörner und besitzt, wie der Name schon erahnen lässt, zwei sehr giftige Fangzähne. Zwar ernährt sich der peruanische Viperzahn vor allem von Schafen, Ziegen und Kühen, jedoch hat er im Laufe der letzten Jahrhunderte eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt, die er vermehrt jagt und mit Hilfe seines Giftes sehr schnell töten kann. Aufgrund der wachsenden Gefahr dieser Drachen dem Menschen gegenüber sandte die Internationale Zauberervereinigung im 19. Jahrhundert Jäger aus, um die schnell wachsende Population dieser gefährlichen Drachenart einzudämmen. Ein verdienter Platz Nummer 5. Kommen wir nun zu meinem Platz Nummer 4 und damit auch zu der einzigen Drachenart des Orients, dem chinesischen Feuerball. Dieser 7,62 Meter lange Drache, welcher auch unter dem Namen Löwendrachen bekannt ist, ist ein besonders gefährlicher Vertreter seiner Gattung. Denn neben Schweinen gehören auch Menschen zu seiner bevorzugten Leibspeise. Äußerlich weist der Feuerball eine scharlachrote und glattschuppige Haut auf und um sein Gesicht mit der gedrungenen Schnauze und den stark hervorgetretenen Augen windet sich ein Kranz aus goldenen Stacheln. Seinen Namen verdankt der chinesische Feuerball neben der Tatsache, dass er aus China stammt, auch noch seinem sehr charakteristischen Flammenstrahl. Denn anders als bei seinen Artgenossen speit der Feuerball pilzförmige Flammen aus seinen Nüstern, mit denen er großflächigen Schaden anrichten kann. Männliche Feuerbälle erreichen ein Gewicht von ca. 2 Tonnen, während das Weibchen doppelt so groß werden kann und bis zu 4 Tonnen erreicht. Der chinesische Feuerball ist zwar besonders angriffslustig, jedoch auch relativ duldsam seinen Artgenossen gegenüber. So dürfen bis zu 2 weitere Feuerbälle mit in seinem Territorium leben, ohne dass er sich bedroht fühlt. Diese Duldsamkeit ist aber keineswegs auf den Menschen zu beziehen, denn diese flambiert er schneller, als man bis 3 zählen kann. Weshalb der chinesische Feuerball auch verdient den 4. Platz belegt. So, und jetzt ab in die Top 3 und wir beginnen mit dem norwegischen Stachelbuckel als mein Platz Nummer 3.
Dieser hat große Ähnlichkeit zum ungarischen Hornschwanz mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der Stachelbuckel keinen Schwanzstachel, sondern einen scharf ausgeprägten pechschwarzen Stachelkamm auf dem Rücken besitzt. Der norwegische Stachelbuckel gehört zu den aggressivsten Drachen überhaupt und das sogar gegenüber seinen eigenen Artgenossen. Außerdem ist bekannt, dass er die meisten Landsäugetiere und auch Menschen attackiert. Und auch, für einen Drachen höchst ungewöhnlich, Wassertiere reißt. Einem unbestätigten Bericht zufolge hat ein Stachelbuckel im Jahre 1802 vor der Küste Norwegens einen jungen Wal gerissen und sogar davongetragen. Auch mit seinen über 10 Metern Körperlänge gehört er zu den etwas größeren Arten und nach all diesen Infos mag man kaum glauben, dass Hagrid einst einen solchen Drachen großziehen wollte. Typisch Hagrid halt. Trotzdem ein verdienter Platz Nummer 3. Bleiben noch zwei Drachenarten übrig. Doch welche als nächstes? Ich verrat's euch. Der ukrainische Eisenbauch. Dieser ist nicht nur der zweitgefährlichste Drache der Wizarding World, sondern auch der größte, der mit stattlichen 18,29 Metern und bis zu 6 Tonnen Gewicht jeden anderen Drachen in den Schatten stellt. Er ist zwar bei weitem nicht der schnellste oder wendigste Drache, doch schafft es problemlos, ganze Siedlungen, in denen er landet, dem Erdboden gleichzumachen. Äußerlich weist er metallgraue Schuppen, tiefrote Augen und besonders lange Klauen auf. Aufgrund ihrer immensen Gefahr der magischen Welt gegenüber wird der Eisenbauch von der ukrainischen Zaubereibehörde rund um die Uhr überwacht. Und das schon seit dem Jahre 1799. In diesem Jahr kam es nämlich zu einem drastischen Vorfall. Ein ukrainischer Eisenbauch schaffte es da nämlich, ein komplettes Segelschiff aus dem Schwarzen Meer davonzutragen. Und nur einem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass besagtes Schiff unbemannt war. Ein extrem gefährlicher Drache also, der den zweiten Platz mehr als verdient hat. Und als kleine interessante Randinfo? Zwar war der Drache im Film zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes ein ukrainischer Eisenbauch, jedoch war in den Büchern nie die Rede davon, um welchen Drachen es sich genau handelt. So, wir sind bei Platz Nummer 1 angekommen. Und der aufmerksame Potterhead wird wissen, welcher Drache jetzt noch fehlt. Ein ziemlich prominenter nämlich. Ausgerechnet der, gegen den Harry Potter im Trimagischen Turnier antreten musste. Der ungarische Hornschwanz. Der zweitgrößte Drache überhaupt und mit Abstand der gefährlichste. Denn anders als viele Drachenarten jagt er bewusst und aktiv vor allem Menschen und nur wenn er diese mal nicht bekommt, weicht er auf Ziegen und Schafen aus. Mit einer Länge von 15,24 Metern und der Fähigkeit, genauso weit Feuer zu speien, macht es ihn zu dem gefährlichsten Drachen überhaupt, was auch unter Zauberern und Hexen bekannt und vor allem anerkannt ist. Von allen Drachen ist er der angriffslustigste und aggressivste. Und das heißt viel, wenn man bedenkt, dass eigentlich kein Drache zum Schmusen da ist. Trotz seiner beträchtlichen Größe kann ein ungarischer Hornschwanz Spitzengeschwindigkeiten von unglaublichen 240 km/h in gerade mal 10 Sekunden erreichen. Was ihn nicht nur zum zweitgrößten, sondern auch zum zweitschnellsten Drachen überhaupt macht. Ein richtiges Universalgenie, wenn man so möchte. Und völlig verdient auf meinem Platz Nummer 1. Wobei man auch objektiv gesehen sagen muss, dass er dahin gehört, da die Info, dass er der gefährlichste ist, Kanon ist. Ja, das war mein Ranking-Video zu den 10 gefährlichsten Drachenarten der Wizarding World. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo freuen. Auch Kommentare zum Thema oder auch Ideen bzw. Tipps sind gerne gesehen. In diesem Sinne, lasst euch nicht abfackeln, Feuer ist heiß und ich wünsche euch eine traumhafte Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!